Klappe die dritte für heute. Zwei Corona-Videos reichen nicht. Wie mir heute zugetragen wurde in einem Dresdner Pflegeheim aufgrund von positiven Tests in einem Wohnbereich heute erneut getestet. Das heißt, heute ist das Gesundheitsamt, nachdem es sich monatelang dort nicht hat blicken lassen wegen möglicher Tests. Ist also das Gesundheitsamt in diesem Pflegeheim eingerückt und hat nicht nur sämtliche Bewohner des Pflegeheims, des Wohnbereichs getestet. Sie haben auch die bereits ein- oder sogar zweimal Geimpften getestet, und zwar mit dem Verweis, dass ja jetzt schließlich eine neue Corona-Mutante unterwegs sei. Also da werden alte Menschen, die gebrechlich sind, die Vorerkrankungen haben und die die Impfung im Zweifelsfall nicht so gut verkraften, geimpft, um sie zu schützen. Und jetzt kommt da also eine Corona-Mutante daher und die ist so gefährlich, dass also das Gesundheitsamt jetzt auch die Geimpften testen lässt, die eigentlich sicher sein sollten. Mutieren tun Viren seit Jahrtausenden. Ich weiß nicht, ob sogar seit Jahrmillionen. Viren sind uralt. Und nur die Viren gibt es heute noch, die sich anpassen. Und das passiert bei Viren, vor allem bei RNA-Viren, indem sie mutieren. Wenn die nicht mutieren, passt sich das Immunsystem der Menschen oder auch der Tiere an und bekämpft diese Viren. Und dann sind sie tot und können sich nicht vermehren. Weder zwischen Tieren noch zwischen Menschen noch zwischen Menschen und Tieren. Mutation ist das, was Viren ausmacht. Nur dann überleben diese Viren. Und wenn diese Viren den Wirt töten, und zwar übermäßig, und dann alle rundrum sterben, dann können sich diese Viren nicht mehr verbreiten. Das heißt, die Mutationen leben nur dann fort, wenn sie nicht allzu tödlich sind. Das ist einfachstes biologisches Wissen, was man, wenn man die Schule verlässt, spätestens nach dem Abitur wissen sollte. Ich muss aber sagen, aufgrund eigener bzw. persönlicher Erfahrungen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass die Menschen, was die einfachsten biologischen, chemischen, physikalischen, mathematischen und geschichtlichen Zusammenhänge angeht, in weiten Teilen komplett verdummt sind. Es ist so erbärmlich. Die Leute haben keine Ahnung. Wir rasseln gerade mit 290 Sachen in eine Gesundheitsdiktatur rein, weil die Menschen ungebildet und verblödet sind und sich nur noch darauf verlassen, was irgendwelche vermeintlichen Wissenschaftler teilweise mit gefälschten Doktortiteln, ja, ich gucke nach Osten, nach Osten, da wird Wissenschaftlern vertraut, die gesponsert werden von irgendwelchen reichen Familien aus dem Süden Deutschlands, deren Doktortitel mindestens mal formal eigentlich nicht gelten dürfte und die sich in ihrer sozialen Anerkennung durch Mutti Merkel, durch Södolf und wen und Jens, den Sparkassen-Oberverwaltungsdirektor Jens Spahn, den Bauch pinseln lassen. Ich könnte nur noch kotzen. Leute, macht euch schlau, wie Viren funktionieren. Es gibt RNA-Viren und es gibt DNA-Viren. Und RNA-Viren mutieren. Das ist inhärent. Das gehört zu diesen Viren dazu. Und jetzt kommt das Dresdner Gesundheitsamt nach Monaten des Nichtstuns in die Pflegeheime und testet die ganzen Bewohner durch, verbreitet Panik, schickt die Leute in Quarantäne und macht sie noch kränker, als sie ohnehin schon sind. Ich habe heute von einer Bekannten erfahren, deren Freund, Bekannter liegt im Krankenhaus und jetzt verlegen die den aus Dresden auch noch weg. Das heißt, aus seinem Bezugsumfeld, er darf seit Einlieferung ins Krankenhaus keinen Besuch empfangen. PCR-Test, alles nützt nichts. Der Mann ist über 80 Jahre alt und wird komplett isoliert. Und hinterher machen sie aus dem armen Kerle auch noch einen Corona-Toten.
Sag mal, hackt's bei euch? Gesundheitsamtsleiter mit einem Doktortitel in Verwaltungswissenschaften, kein Amtsarzt. Anfrage von der Stadträtin ergab, wir können Ihnen nicht mitteilen, was derjenige für einen Doktortitel hat. Da hält der Personaldatenschutz vor. Dr. Bauer ist kein Arzt, er ist ein Verwaltungsfachwirt mit einem Doktortitel. Der ist Anfang 30 Jahre alt und ist seit 1. November in diesem Amt. Und ganz offensichtlich ist dieser Mann komplett überfordert in seinem Amt. Schmeißt den Kerl raus und dann stellt ihn womöglich noch vor Gericht dafür, dass er massenweise Leute wegsperrt. Ihr habt's ja wohl nicht mehr alle. Und verantwortlich dafür ist die sogenannte Sozialbürgermeisterin Christine Claudia Kaufmann, Beigeordnete für Soziales und Gesundheit, und der Oberbürgermeister Dirk Hilpert. Ihr gehört vor Gericht gestellt. Alter Schwede, bin ich sauer.